So, wir sind in der Münchner Verransung angekommen. Also hier stinkt es echt wie in einem Moloch. Ne? Was sagst du zu der Luft hier? Das schmeckt irgendwie anders als Hamburger U-Bahn-Luft. So richtig abgeranzte U-Bahn-Luft, genau. Aber das ist auch irgendwie anders abgeranzt. Also stickig. Ja. Egal, prüfen, ob auf der Wiesn genauso eine beschissene Luft ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Oh ja, es wird richtige prämisale Verransung. So, jetzt muss das Fahrbier noch rausgeholt werden, um ein ordentliches Fahrbier hier zu trinken. Geprost. Geprost. Bier Power. So, wir sind jetzt bei Hannes angekommen. Moin. Und genau, wir werden hier jetzt Bier trinken. Genau, mit unserem Horn. Prost, Leute. Prost. Geprost. Geprost. Fressen ist fertig. Oh ja. Ein richtiges Festmahl. Jetzt fräsen. Jetzt wird Bus gefahren. So, wir sind hier beim V-Markt angekommen, um dort Bier und nochmal Sachen kaufen zu gehen. Wir sind im Laden drin und wir müssen das Bier finden. Wir müssen das Bier finden. Oi, wir haben unser Bierhügel gefunden. Das kaufen wir uns gleich. Jawohl, perfekt, wir können beginnen. Das ganze Bier und ein bisschen Diabetes gekauft. Und das wird hier jetzt reingemacht, damit wir das die ganzen zertragen und sowas. So, wir sitzen hier rum, wo ganz viele Oktoberfestmenschen hier rumlaufen, um hier Bier zu trinken. Geprost! Ja, das ist ja richtig Premium Prämisal. Der gute Natururin hier hat angenommen, dass wir diesen ganzen Schmarrn hier mitnehmen können. Und zwar genau dahin. Ich dachte, wir könnten dieses ganze Bier da rein mitnehmen. In dieses Oktoberfest. Aber weil wir das nicht rein mitnehmen können, müssen wir das irgendwo versaufen oder verschicken. Nee, wir nehmen es mit zur Flöte. Genau, und dann versaufen wir das. Das saufen wir dann. Da müssen wir Kampftrinken machen, bevor wir da reingehen können. Und der Helmut ist diesmal auch dabei. Der Premium-Premisale Abpack. Wir müssen gleich unbedingt wieder Bier trinken. Ich war eine richtige Verranzung. Oh Scheiße, die Biertasche ist umgekippt und plötzlich ist hier ein Bier kaputt gegangen. Das wurde irgendwie ausgestochen. Genau, dieser Bier hier. Der spritzt hier rum und sowas. So, wir haben Flötenmann gefunden. Genau, und für den Fall, dass das später mal lustig sein wird, habe ich mich vorbereitet. Huhu. Und wir fahren jetzt wieder zu Hannes zurück. Das ist einfach Premium Prämisales Brettsnack. Funktioniert das auch wunderbar. Dafür ist es auch mit zwei Personen. Ne? Also die zweite Person kann sich das auch. Wir haben schon wieder bei Hannes gepennt. Und heute geht's zum Oktoberfest. Wir werden jetzt erstmal darauf ein Bier trinken. Jo, ein Bier trinken. Geprost. Geprost. Ja, aber wo ist dann die Wald? Also, der Frühstück muss weg. Es speichert mein Bier unwiderruflich. Ich nehme dir noch weiter hin. Das ist Frühstück. Also, und das muss weg. Ich hab's im Mund gar nicht so gemerkt. Aber halt eben, aber halt am Arsch, also. Ja, das merke ich schon gar nicht mehr. Geil. Mann, das ja. Ja, wir sind hier bei diesem V-Markt angekommen. Und hier werden wir jetzt Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So, wir haben jetzt gerade Bier gekauft. Und das wird jetzt genau hier reingemacht. Also da, wo meine Werbung steht. Das ganze Bier muss reinpassen. Hi.
guck mal Leute, hier spritzt das rum und das macht mich gerade nass, weil dieser Wind hierher kommt. So, wir sind jetzt beim Gastgeber angekommen. Mit Bindehautentzündung. Mit Bindehautentzündung, deswegen sind wir gerade bei der Augenklinik erfolglos reingegangen. Und jetzt geht's zur nächsten Augenklinik. Ja. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ja, ich werde jetzt in die andere gehen, ich hoffe, da werde ich schneller dran kommen. Ich will einfach aufs Oktoberfest und saufen. Was ist das für eine Scheiße, Alter, ich schwör's euch. Guck mal, wir laufen ja schon wieder durch diese Abspritzstellen rum. Die hier rumspritzen und sowas. Der Tick muss weg. Ich habe so einen richtigen Tick. Und der Tick, der muss einfach weg. Wir werden gleich zum Oktoberfest hinlaufen. Ja. Mehr Sand auf der Wiese. Wir stehen vor dem Oktoberfest. Helmut! Der Helmut Kohl ist im Oktoberfest drin. Wir sind auf der Wiesen. Guck mal hier. Wir sind auf der Wiesen. Ich hab Bier gefunden, meine ich. Das trinkt der Archie jetzt. Schmeckt das Bier? Das Bier? Ja, ist ein gutes Bier. Prämisal. Muss noch Natururin produziert werden. Das ist lustig, wie das heißt. Ja, das ist lustig. Ja. Der Helm ist da. Der Geisteskrankheit-Vlog. Ja. So, wir pennen jetzt beim Gastgeber. Wir haben gerade beim Gastgeber gepennt. Guck mal, wir haben hier Bier gebunkert, als wir vor dem Oktoberfest standen, vor dem Eingang. Das werden wir jetzt rausholen. Jawohl. So, jetzt wird dieses Bier, was wir gebunkert haben, aufgemacht. Geprost. Wir machen da gerade einen Spaziergang durch den Botanischen Garten. Bah. Guck mal Leute, ich und Helmut sind hier bei diesem Hauptbahnhof angekommen. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Ich werde heute bei Ihnen pennen. Das freut mich sehr. Ich mich auch. Ihr müsst unbedingt ihr Flattis Kanal abonnieren, damit er die 1000 Abonnenten voll bekommt. Sind nur noch 151 Abonnenten bis zu den 1000. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst ihnen folgen. Ihn hier.
Moin Moin Natururin, ich bin's der Flatti. Ich hab heute mal Flatti gepennt. Das rockt.